Hey Leute, willkommen zurück. Mein Name ist Gelato und weiter geht's mit dem Spiel Gothic. Ja, in erster Linie möchte ich mich natürlich bei allen bedanken, die sich, ja, die Kommentare hinterlassen haben, die gesagt haben, wie es weitergeht und so weiter und so fort. Ja, dafür möchte ich mich auf jeden Fall für diesen Support bedanken und würde mich natürlich freuen, wenn ihr weiterhin, ja, die Parts liked, Kommentare hinschreibt und so weiter und so fort. So, im letzten Part haben wir auf jeden Fall einiges hier im Schläfertempel gemacht. Und ja, wir haben auf jeden Fall diese Tür, wenn ich mich noch recht erinnere, diese Tür hier unten links geöffnet. Das heißt, wir könnten jetzt hier unten reingehen und mal gucken, was uns hier erwartet. Also auf jeden Fall, hier war ein Gittertor. Sieht man das? Nein, man sieht nur schwarz. Moment. So, ein bisschen Licht. Da sehe ich auch schon irgendwelche Minecrawlers. Genau, wie ich gesagt habe, jetzt ist hier das offen. Und jetzt können wir hier durch. Erstmal hier ein bisschen Minecrawler schlachten. Nein! Verdammt. Gute alte Taktik. Links, rechts, links, rechts. Bis das Mistvieh verreckt. Okay, das hätten wir gemacht. Nach wie vor ganz, ganz wichtig, immer wieder speichern. Einfach, weil das einfach hier super, super wichtig ist, da das Spiel leider immer wieder abstürzt. Immer dann, wenn man es nicht erwartet. Deswegen alle 3-4 Minütchen speichern. Ja, und auch Dankeschön, wie gesagt, an die Kommentare. Hab jetzt gelesen, dass da auch quasi, dass es noch weitergeht nach dem Tempel. Und ja, auf jeden Fall freue ich mich, dass es noch weitergeht. Ich dachte, hier nach dem Tempel wäre schon Schluss, aber es gibt ja noch später mit Urizil, Waffe und so weiter und so fort oder Rüstung. Auf jeden Fall. Okay, hier können wir erstmal nicht rein. Oh, da hinten sind noch Minecrawler. Die schnappe ich mir natürlich gleich. Aber erstmal hier ein bisschen so umschauen. Was haben wir denn hier? Ist das alles voller Blut? Und Stacheln? Ich glaube, das ist eine Falle. Wenn ich jetzt hier irgendwo einen Schalter betätige, kommt doch sicherlich irgendeine fucking Falle von unten. Deswegen da. Ist auch schon die erste. Aber wir speichern mal, bevor ich das hier drücke. Bewegt sich was? Was hat sich bewegt? Achso, ich glaube, ich ist das aufgegangen oder so. Weiß ich nicht. Aber ich vermute das mal, dass das hier jetzt aufgegangen ist. Vielleicht war es schon offen. Vielleicht ist auch was anderes passiert. Oh. Es sind ganz viele Minecrawler und noch ein Templer. Oder ist jetzt der Weg hier zugegangen? Oder bin ich von hier gekommen? Ja, man sieht wieder null Orientierung. Wobei. Da ist aber auch jemand, oder? Na, ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hier gelandet sind. Doch, ich bin also hier durchgegangen. Und das war eine Falle. Ja, dann werden wir jetzt mal hier den Templer hier anquatschen. Ist er böse? Ist er gut? Verschwinde! Du bist hier nicht erwünscht! Willst du mich aufhalten? Willst du mich aufhalten? Ja, ich werde dich aufhalten, damit du Meister Kalom nicht von seinem Vorhaben abhalten kannst, den Schläfer zu erwecken. Versuche nicht, mich anzugreifen. Der hohe Priester hat Meister Kalom und uns anderen einen Teil seiner Macht verliehen. Wir sind nun unsterblich. Lass ich nicht lachen. Ich kann zeigen, wie unsterblich du bist. Genau. Mache dich bereit, deinem Schöpfer gegenüber. Dass ich nicht lache. So, ich zeig dir mal, wie unsterblich du bist. So. Ich muss mal kurz abhauen. Um mich mal kurz zu heilen. Beziehungsweise hier. So, ich speichere mal. Das ist jetzt sehr riskant. So, wie war das hier mit dem Schöpfer? Ja? Wer ist hier der Schöpfer? So, mal gucken, ob der Pisser gleich noch was sagt. Weil ich habe schon Bock, den gleich zu killen. Aber ich warte. Vielleicht sagt er was. So wie, ey, tut mir leid. Und so weiter und so fort. Aber ich glaube nicht. Wir gucken mal. So, steh mal auf. Eigentlich hätte ich den nonstop sofort gekillt. Gekillt meine ich, ohne irgend Rambazamba. Das wird dir noch sehr leid tun. Wirklich? Okay, der will sterben.
Der will einfach sterben. Na dann. Genau. Das ist die beste Schreie bei Gothic. Ich liebe diese Schreie. Ich glaube, dadurch hat sich Gothic für mich legendär gemacht. Allein wegen dieser Schreie, wenn man gekillt wird. Ach, das ist so ehrlich. Lass dich hier nicht mehr blicken. Wie, lass dich hier nicht mehr blicken? Doch, doch. Deswegen bin ich doch hier. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich durch diese Gittertore. Und dort gibt es noch mehr von Kaloms. Ja, Schergen. Und die Frage ist, wie kommen wir da rein? Zeigt uns das Bild irgendwas? So. Auf jeden Fall ein Bogenschütze und noch ein Bogenschütze. Also keine Ahnung, wo es weitergeht. Naja, werden wir schon noch rausfinden. So, also hier bei der Falle sind wir vorbeigelaufen. Hier stand der Typ. Vielleicht muss ich auch hier einfach irgendwas aktivieren. Also da hinten sehe ich auf jeden Fall irgendwie so ein... Das ist ein... Ich weiß nicht, was das ist. Ein Orkkrieger? Auf jeden Fall irgendein hässliches Viech. Aber wie kommen wir da rein? Mist, Mist, Mist. Jetzt muss ich gucken, wo es hier weitergeht. Ich muss anscheinend irgendeinen Schalter finden oder sonst irgendwas. Muss ich mich jetzt erstmal umschauen. Gegebenenfalls gehen wir auch mal hier lang. Okay, keine Ahnung, was da ist. Ich weiß nicht, kamen wir jetzt von der Seite hier? Ich muss nochmal kurz speichern. So, und was hat das hier mit auf sich? Da ist ja noch ein Typ. Komm mal her. Komm, put, put, put. Jetzt tut er so, ob er kämpfen kann. Es gibt hier gleich kämpfen. Richtig. So sieht es nämlich aus. Dein Kruschkarak, Marak gehört mir. Und vielleicht geht es sogar hier weiter. Ich weiß es nicht. Vielleicht geht es sogar hier weiter, vielleicht aber auch nicht. Aber wir werden auf jeden Fall jede mögliche Wege langlaufen. Oh, da ist ja noch einer. Da ist ja noch einer von hinten. Na gut, ich weiß, das war ein bisschen unfair, aber so ist das. Lass dich nicht von einem Tempelwächter. Tempelwächter à la Ork. Ja, auf jeden Fall nutze die Chance und greife auch von hinten an, auch wenn es fies ist. Da sind ja noch mehr von denen. Was macht ihr alle hier? War der jetzt friedlich, weil er nicht gehauen hat? Ja, kannst du nicht mehr abhauen? Oh, das zieht aber schon viel ab. Also die ziehen ja schon richtig viel ab. Na gut, das ist erstmal nicht schlimm. Wir werden uns erstmal hier dick heilen. Dafür haben wir die geilen Tränke. Die guten alten hier 50 Lebensregenerationstränke. Eigentlich so gesehen bin ich im Gottmodus, weil ich bin so gesehen, naja, nicht unsterblich, aber ich kann mich immer wieder heilen und ja, und dank, dass wir die ganze Zeit irgendjemand geplündert haben und die ganzen Tränke gesammelt haben und so weiter und so fort. Ja, auf jeden Fall ist das schon nice. Normalerweise hätte man hier wahrscheinlich gar nichts. Ich glaube, ist das der Rückweg? Naja, notfalls. Ja, ich glaube, das ist irgendwie der Rückweg. Naja, notfalls kann ich dahin jetzt gehen. Aber wie gesagt, erstmal hier ein bisschen umgucken, schauen, was wir so haben. Vielleicht müssen wir auch einfach irgendwie einen Schalter betätigen. Guck mal, da ist ein Schalter. Da ist ein Schalter, wenn man vom Teufel spricht. Ich habe hier richtig Respekt vor den Schalter, deswegen immer erst schön speichern. Kann ja sein, dass irgendwas passiert. Ah, zum Beispiel hier eine Tür geht auf. Das ist doch schon mal nice. Wahrscheinlich müssen wir nochmal hier so ein, ja, so ein Wächter killen, der 1000 Milliarden Jahre ist. Oh, na toll. Abgestürzt. Zum Glück habe ich gespeichert. Mal gucken, ob das jetzt nochmal klappt. Weil genau hier, das ist der Punkt, wo es die ganze Zeit leider abgestürzt ist. Weil der andere Speicher war, dass ich schon drin war. Ah, okay, jetzt geht's. Ganz normal, sehr gut.
Was macht er da? Sterblicher, deine Reise endet hier bei mir. Erstmal schicke ich dich auf eine neue Reise, verfaultes Madenparadies. Du verfaultes Madenparadies, du wirst jetzt sterben. So, den haben wir jetzt besiegt. Wieder in Slow Motion. Ja, genau, eine Zeitenklinge habe ich bekommen, okay. Ich will jetzt auf jeden Fall hier speichern. Weil als wir gerade reingegangen sind, ging es nicht mehr weiter. Deswegen will ich jetzt mal... Guck mal, da hinten ist sogar noch ein Schalter, den habe ich übersehen. Was hat das mit dem Schalter hier auf sich? Ach so, der öffnet die Tür und... Ja, okay. Das ist einfach ein Schalter, der sie zu und auf öffnet. Auch okay. So, also nach wie vor, wir haben jetzt gespeichert. Ich speichere quasi hier nochmal, dass ich notfalls irgendwie raus kann. Weil vorhin ging die Tür zu und ich konnte nichts mehr machen. Jetzt geht die Tür wieder zu. Wahrscheinlich, weil ich den Schalter getriggert habe. Oder? Aber anders gesehen, was muss ich hier machen? Muss ich ihn wieder hoch? Muss ich hier irgendwas aktivieren? Ich weiß es nicht. Verdammt, was soll ich hier machen? Da oben gibt es auf jeden Fall nichts. Hier runterfallen kann ich auch nicht. Doch, da ist was. Zorn. Zornstahl. Ein Zornstahl? What is this? Zornstahl. Okay, auf jeden Fall eine Waffe. Vielleicht müssen wir die auch hier reinstecken. Oder ist das halt wirklich so eine Falle, du kommst einmal rein und kommst nie wieder raus. Weil du darfst nicht auf dieses Totenkopf treten. Ich muss jetzt nochmal neu laden, ich bin hier gerade super verwirrt. Das war der Speicher hier. Genau, also ich darf nicht auf den Totenkopf drücken. Nein, die Tür geht immer zu. Ja, aber jetzt bin ich verwirrt. Wo geht's denn hier weiter, bitteschön? Wo geht's dann bitteschön weiter, wenn es nicht hier... Muss ich da irgendwie runter? So, wenn ich jetzt hier runterschaue, ist auf jeden Fall alles voller Stacheln. Und komisch, dass ich hier in die Waffe rankomme, die ziemlich weit weg ist. Och man, Spiel. Troll mich doch nicht. Wo soll ich denn jetzt lang? Ich komme auch hier nicht mehr raus. Komme hier auch nicht mehr raus. Gibt es auch keinen Schalter oder sowas? Gibt es hier einen unsichtbaren Schalter, der diese Tür hier öffnet? Auf jeden Fall, hier kann ich nichts machen. Oh Mann, oh Mann. So. Warte mal, hier war das. Aber das kann ich ja nicht auswählen. Toll, ich kann es runterschmeißen. Yeah, drei Stück. Einfach weg mit dem Scheiß. Eins, zwei, drei. Nee, also keine Ahnung, was ich machen muss. Anscheinend muss ich doch nicht hier lang. Ich weiß es nicht. Hier geht es nämlich nicht weiter. Ihr seht, ich kann hier weder lang, noch kann ich irgendwas machen. Weiß ich nicht, ob da unten man Telekinese oder sowas finden kann. Mal gucken. So, wahrscheinlich ist das alles nur Käse, was ich gerade hier probiere. Aber vielleicht ist das so. So, auf der Null haben wir das. Gibt's hier irgendwas zu holen? Orkischer Teleport. Wie orkischer Teleport? Nein, ich wollte hier Telekinese, die neuen. So. Haben wir hier irgendwas rauszuholen? Ich weiß nämlich nicht, was wir hier machen sollen. Auf jeden Fall
Ja, keine Ahnung, was ich hier machen muss. Ich komme hier nicht hoch. Kann hier nichts machen. Ich komme hier auch nicht mehr raus. Vielleicht hier hoch. Na toll, jetzt komme ich auch nicht mal hier hoch. Mann, oh Mann, was ist das? So, jetzt krabbelt er hoch. Nein. Für was denn auch? Was soll ich da hochkommen? Da gibt's doch nichts. Denkt er sich jetzt. Nee, also das klappt so nicht. Ich weiß nicht, was los ist. Komm da nicht hoch. Da oben gibt's wahrscheinlich gar nichts. Also werden wir jetzt nochmal neu laden und... Ja. Ich habe jetzt das Item von ihm bekommen. Keine Ahnung, wo ich das jetzt verwende, aber auf jeden Fall gehe ich da nicht jetzt rein, weil das triggert irgendwas und dann komme ich da nicht mehr raus. Also bleiben wir... Ja, muss ich halt einen anderen Weg suchen. Muss ich mich auf jeden Fall hier anders weitig umschauen, dass ich hier in den Tempeln noch irgendwas anderes finde. Jo, ist jetzt halt so. Und dieses eine Schwert, ja scheiß drauf, dann kriege ich es halt nicht, was da hinten unten jetzt rumlag. Ist jetzt auch egal. So, gehen wir also hier lang. Wobei, warte mal. Diese Tür ging doch irgendwann mal auf. Jetzt erinnere ich mich, im letzten Part ging diese Tür auf, weil ich mich an diese Steinsäulen hier erinnere. An diesen Steinsäulen. Und quasi genau hier haben wir ja quasi gesaved und ausgemacht. Ja, genau. So, da wir jetzt aber das ganze Zeug haben... Warte mal, hier war einer. Wir haben jetzt auf jeden Fall drei Stück von denen. Steht irgendwas im Notizbuch? Weg in den Schläfer, bla bla bla. Einer der fünf Ork-Schamanen des Schläfers steht zu mir. Ach so, es gibt also fünf Stück. Okay, das heißt, es gibt also fünf dieser komischen Schwerter und dementsprechend auch diese Orks. Genau, das war dieser eine Sockel. Das habe ich ja betätigt, da bin ich wieder rausgekommen. Also hier war auf jeden Fall... Nein, warum ist das jetzt zugegangen? Nein, 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 das ist nichts gut. Na gut, aber hier wenigstens funktioniert das, dass man das öffnen kann. Ja, ich stehe gerade hier auf dem Schlauch, ich weiß nicht, wie es hier weitergeht. Vielleicht ist es auch einfach nur verbuggt und deswegen komme ich nicht weiter. Also wir sind auf jeden Fall hier quasi so gesehen stehen geblieben, sind hier runtergelaufen und genau das machen wir jetzt gleich gerade wieder. Muss ich dann eventuell doch noch einen anderen Weg suchen oder weiß ich nicht, also was wir hier machen müssen. Ich stehe hier gerade auf dem Schlauch auf diesem doofen Tempel hier, doofer Schläfer. Ich meine, da hinten sind immer noch ein paar Türen zu, vielleicht komme ich da irgendwie rein. Das kann ja auch sein. Jo Leute, ich habe mich jetzt ein bisschen spoilern lassen, ich weiß nämlich sonst nicht, was ich hier gemacht hätte, um weiterzukommen, deswegen habe ich jetzt mal ein bisschen geguckt, dass man halt mit der Armbrust oder mit dem Bogen quasi hier ein paar Sachen abschießen muss und mal gucken, ob das irgendwie bei uns klappt. So, wir speichern hier nochmal, weil es ist super verwirrend momentan, ich, ja, mal gucken, ob das klappt, so. So, hier gegen schießen. Dann kommen jetzt da Stacheln raus. Ja, da ist uns wieder das Spiel abgestürzt, wie so oft schon, zum, keine Ahnung, zum 10. Mal in diesem Part. Das ist einfach nur noch traurig, dass das so oft abstürzt. Ja, dann werden wir auf jeden Fall jetzt hier gegen schießen. So, das ist richtig. Ja, weil ohne Spoiler, wie du das hier machen musst, ja, ist halt schwer drauf zu kommen, dass man hier irgendwo gegenschießen muss. So, hier sollte sich jetzt irgendwas bewegen. Da bewegt sich auch was. Und hier muss ich quasi noch einmal reinschießen. Und dann, betone ich, sollte eine Tür aufgehen, die, ja, nicht aufgegangen ist. Mal gucken, ob das jetzt klappt. Vielleicht muss man das auch in dieser Reihenfolge machen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, mich kotzt das gerade ziemlich an, dass das Spiel hier in diesem Tempel so verfickt oft abstürzt. Das ist nicht normal. Das ist echt nicht normal. Das ist wirklich alle paar Minuten, dass es abstürzt und
Oh, das ist so traurig. Naja, aber trotzdem, wir werden das schaffen. Hin und her, wir werden das schaffen. So, und jetzt muss ich hier gegen noch schießen. Und dann sollte eine Tür aufgehen. Und dann sollen wir weiterkommen. Normalerweise müsste jetzt eine Videosequenz kommen. Das meine ich, es ist eventuell verbuggt bei mir und ich kann hier nichts machen. Weil normalerweise müsste jetzt quasi eine Tür aufgehen, wo jetzt der nächste Ork-Schamane kommt und anscheinend ist das irgendwie hier verbuggt. Ja, diese Tür müsste eigentlich aufgehen. Oder von der anderen Seite. Aber da tut sich nichts. Da tut sich einfach nichts. Die Tür bleibt zu. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, also hier tut sich nichts, es passiert nichts. Das Spiel ist verbuggt, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Nichts passiert. Warum tut sich denn hier nichts? Ich verstehe das nicht. Das ist... Ja, ich kann das Spiel so nicht durchspielen, weil wir sind hier fest. Es ist ein Bug. Ich kann nichts machen. Habe jetzt auch mehrfach neu geladen und irgendwie kommen wir hier nicht weiter. Das ist einfach ein reiner Bullshit hier, dieser Tempel. Ja. Keine Ahnung, was wir da jetzt machen. Ja, da müssen wir halt ein bisschen tricksen. Wenn die Tür nicht aufgeht, dann gehen wir eben so rein. Schließlich muss ja die Tür irgendwie aufgehen. So. Was passiert? Nichts? Ah, ich muss hier wahrscheinlich eine richtige Reihenfolge machen. Okay, da ist ein Dämon. Wahrscheinlich war das die falsche Reihenfolge. Was? Der lässt auch nichts fallen? So eine dreckige Shift. Na gut, erstmal hier ein bisschen durchheilen. Erstmal hier durchhalten, mal gucken, was das mit dem Schalter hier auf sich hat. Muss hier wahrscheinlich eine Kombination oder sowas machen. Oh, noch ein Dämon. Wahrscheinlich war es wieder falsch. Ja. So, nochmal den hier. So, vielleicht den ganz hinten jetzt erstmal den hier und dann den in der Mitte. Ich weiß die Reihenfolge nicht, mal gucken, was wir hier machen müssen. Warte mal, was konnte ich da einquetschen? Ach so, diese Dämonen. Ja, okay. Es ist trotzdem traurig, dass ich quasi leicht schummeln musste, um hier durch diese Tür zu kommen. Aber ja, wenn halt kein anderer Weg ist und es ist verbuggt, muss ich das dann quasi wieder gerade biegen. Und ja, dann komme ich halt eben so durch die Tür als gar nicht. Oh, irgendwas passiert. Irgendwas passiert. Da geht eine Tür auf. Ja. Also viele von euch wissen wahrscheinlich, es gibt hier einen... Ja, man kann was eingeben und dann ist man quasi in so einem, ja, Gott-Mode oder, ja, auf jeden Fall kann man dann quasi beispielsweise mit der K-Taste, kann man sich so nach vorne bewegen. Allerdings spiele ich ohne das, wie ihr gesehen habt, die ganze Zeit.
Nur hier musste ich das benutzen, so gesehen wurde ich gezwungen, weil ich hier auf normale Weise nicht durch diese fucking Tür durchgekommen bin. Also werden uns quasi hier wieder rausglitschen und so gesehen versuche ich es nicht mehr weiter zu benutzen. Und das war wirklich halt auch nur hier für diese Tür, weil die verbuggt ist und ich will das Spiel durchspielen. Also muss ich irgendwie improvisieren und dementsprechend habe ich improvisiert und habe dann halt quasi da jetzt leicht geglitscht. Aber ist halt so, muss man durch. So, da wir das jetzt gemacht haben, können wir jetzt endlich ganz normal, weil normalerweise in diesem Folterraum muss man den zweiten Schalter betätigen, weil ich habe mir halt eine Lösung für diesen Tempel geguckt, weil es geht nicht anders. Ich habe hier schon, weiß ich nicht, hier stürzt erstens die ganze Zeit ab und zweitens ist das hier voll das Labyrinth, was ich gar nicht weiß, was ich machen muss. Also habe ich mir geguckt, wie es halt weitergeht an der Stelle, wo ich hängen geblieben war. Und ja, da musste ich halt diese zwei Schalter betätigen. Und bei dem zweiten Schalter müsste eigentlich normalerweise diese Tür, wo ich mich durchgeglitscht habe, müsste von alleine aufgehen. Aber das war nicht der Fakt, also musste ich quasi improvisieren. So, da wir das jetzt abgeschlossen haben, kann ich jetzt ganz normal gechillt das Abenteuer voranschreiten. So, und zwar geht es jetzt hier weiter. Also wir haben nach wie vor drei von diesen Ulumulus besiegt. Wahrscheinlich kommt jetzt der vierte. Oder haben wir schon vier besiegt? Ich weiß es nicht. Naja, keine Ahnung, auf jeden Fall. Da ist ja noch ein fanatischer Templer. Du Penner, verreck. Hey, siehst du nicht, dass ich deinen Meister killen will? Die machen aber schon Damage, ne? Die machen schon hier krassen Damage, so. Wrecked. Verdammt. Jetzt lass mich doch mal. Was bist du denn für ein hässlicher Ork? Weder trifft mich noch einmal, da bin ich tot. Also ich glaube, ich renne weg. Ich muss mich heilen. Ich... Oder? Rennt er mir hinterher? Verdammt. Oh, jetzt bleibt er stehen. Jetzt bleibt er stehen. Jetzt habe ich die Möglichkeit, schnell hier ein bisschen ein paar Tränke zu lutschen. Oh, das ist gut. Das tut gut. Oh, das tut so gut. Exzellent. Also ich will auf jeden Fall in diesem Part diesen scheiß Tempel hier abschließen und ja, egal wie lange das jetzt dauert. Bleib stehen. So, haben wir dich erwischt, du dreckiges Shift. So, den haben wir jetzt. Doch, doch, ich lass mich hier blicken, warte mal. War der nicht nochmal tot? Ach, das war der. Der hat sich wiederholt leicht. Na gut, jetzt wird er hier durchgefistet mit dem Schwert. Sehr nice. Okay, hier geht es auf jeden Fall weiter. Vielleicht ist der Tempel doch noch viel größer, als ich gedacht habe. Na, mal gucken, wie weit wir vorankommen. Mal gucken, wie weit wir vorankommen. Aber ich versuche auf jeden Fall den Tempel hier abzuschließen. Definitiv. Nein, der hat mich besiegt. Okay, zum Glück haben wir gesaved vorhin. Zum Glück haben wir gesaved. Oh, der macht schon verdammt viel Schaden. Das ist unglaublich. Das Drecksvieh macht super Schaden. Aber das macht nichts. Wir werden es auf jeden Fall klein bekommen. Wo war jetzt die Tür, die aufgegangen ist? Da. Da muss ich hin. Hier muss ich hin. Hier muss ich rein. Hier bin ich richtig. So, nochmal zu dir, Würstchen. Kannst du gleich wieder hinlegen. Da war noch auf jeden Fall ein anderer Templer. Da kommt er. Oh, der macht auch Damage. So. Erstmal hier alles looten. Wird schon nicht falsch sein. So, und schließlich muss ich dich... killen, du Psycho-Templer. So, der andere ist schon tot, ne? Gut. Dann haben wir die Möglichkeit auf jeden Fall uns wieder hier frisch zu heilen. Okay, das hätten wir auch. So, erstmal hier schön speichern und gehen wir erstmal den Weg hier. Gehen wir erstmal diesen Weg. Mal gucken, wann der nächste Schamane wieder kommt. Aber ich muss auf jeden Fall noch zwei von diesen Schwertern, glaube ich, finden. Wenn da stand die ganze Zeit fünf vorn oder drei vorn. Auf jeden Fall fehlt mir da noch zwei Stück, die wahrscheinlich auch irgendwo hier sind.
So. Wrecked. Das geschieht dir recht. Hättest dich nicht mit mir angelegt. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir auf jeden Fall noch zwei. Okay, da werde ich mich gleich umschauen, aber erstmal gehe ich mal hier durch und gucken, was es hier in dieser Höhle so gibt. Okay, auf jeden Fall. Auf jeden Fall geht es hier noch weiter. Leveler. So, das ist nice. Wir sind Level up. Stirb. Na, wie gesagt, zum Glück sind wir jetzt weitergekommen. Da buggt das Menü. Das ganze Spiel, das... Oh, das ist so gerade zum Kotzen, dass das einfach die ganze Zeit hier irgendwas buggt. Mal funktioniert das nicht, mal funktioniert jenes nicht. Mann! Ich will so einfach nur ganz normal durchspielen und Dings da hier meinen Spaß haben. Aber nein, irgendwas stürzt alles ab und leckt mich und dies und jenes. Das ist ein bisschen traurig bei dem Spiel, auch wenn es natürlich schon ein bisschen alt ist. Aber trotzdem. Jetzt geh doch da hoch. Oh, da ist ja noch einer. Wo kommst du denn jetzt her? Naja, auf jeden Fall haben wir hier noch paar Glatzköpfe zu killen. Diese fanatischen Templer. Ja. Ich stehe dir recht, Arschloch. So, eine Hüterklinge und natürlich hat er wieder ein bisschen Loot bei sich. Ich glaube, das zeigt uns nichts aus. Oh, da hinten war was. Spruchrolle. Trank. Naja, okay. Das hätten wir auch. Okay, hier ist auf jeden Fall noch eine Höhle. Mit Skeletten. Okay, alles klar. Das heißt, wir müssen hier nicht lang. So, ich versuche jetzt mal einen rauszuluren. Na klar, die kommen zu zweit. Als ob die nichts zu tun hätten. Ja, ich mache euch beide kalt. Komm her. Komm her. Ach, erwischt. Erwischt. So, auf jeden Fall erstmal ganz wichtig wieder heilen. Erstmal hier durchheilen. Wir sind auf jeden Fall, auf jeden Fall sind wir hier ein bisschen weiter vorangekommen. Ich glaube, da müssen wir auch mal demnächst rein. Allerdings ist das hier auch wieder zu. Und keine Ahnung, wie man reinkommt. Notfalls, falls man hier irgendwie nicht mehr wieder reinkommt, weil es wieder geglitscht ist, dann muss ich halt wieder improvisieren und mich da reinglitschen. Aber ich hoffe mal, das geht auch ohne. Genau, hier waren wir. Es gab ja noch einen anderen Weg. Vielleicht müssen wir da irgendwo einen Schalter betätigen oder weiß der Geier. Vielleicht müssen wir auch da hinten was machen. Ja, ich glaube, da hinten ist ein Schalter. Das heißt aber, wir kommen wahrscheinlich von der anderen Seite. Da, wo ich nicht lang gelaufen bin, werden wir mal machen. Und laufen mal dort lang. So. Ist das der Weg hier lang? Ne, ich muss also auf jeden Fall, glaube ich, von außen kommen, weil hier so ein Lavasee oder sowas ist. Da komme ich erstmal nicht durch, glaube ich. Hallo, ich will wieder zurück. Darf ich hier bitte auch wieder zurück? Spiel, ist das dein Ernst? Komme ich hier nicht durch? Hihil, lass mich bitte hier raus. Okay, auf jeden Fall klettert ihr schon mal hoch. Aber das gibt's nicht. Das sind so Kleinigkeiten. Das sind diese Bugs, die mich so abfucken. Das gibt's nicht. Oh. Ja, geschafft. Boah. So, weiter geht's. Hier gab's auf jeden Fall noch Türen, wo wir noch nicht waren. So, zum Beispiel hier genau. Ja, die müssen wir noch killen. Kann ja sein, dass dies der Weg ist dorthin. Ach komm, spring doch nicht zurück, du hässlicher Affe. Du wirst sowieso sterben.
Mach dich so einen auf, dass er kämpfen kann. Ich steck dir mal ein Schwert in deinen Hintern und dann ist gut. Na komm, block doch nicht alles ab, du hast den Vogel. Geh doch. Geh doch. So, und das gleiche zu dir auch. Block dich einfach mal alles ab. Ich erwisch dich schon. Sag ich doch. Sag ich doch. Leg dich nicht mit Baba an. Ja, das haben wir gemacht. Und weiter geht's. Also mir fehlen immer noch diese drei Sachen. Ne, zwei Sachen fehlen mir noch. Also ich meine von diesen Hüterklingen oder wie auch immer. Von diesen Schamanen, die wir killen müssen. Auf jeden Fall noch zwei, glaube ich, irgendwo unterwegs. Oder noch eine. Keine Ahnung, auf jeden Fall noch ein paar Stück. Paar könnten auch zwei sein. Okay, was haben wir hier? Ring der Unbesiegbarkeit. Oh, das hört sich aber gut an. Und hier haben wir noch einen Stärketrank. Ja, den Stärketrank können wir direkt hier nehmen. Da wir sowieso schon maximale Stärke haben, können wir es dadurch vielleicht noch ein kleines bisschen pushen. Und jetzt haben wir das Ganze auf 116. Das ist schon krass. Das ist definitiv schon krass. Jetzt die Frage, muss ich hier lang? Das sind auf jeden Fall Minecrawler. Also wenn ich gleich nicht weiterkomme, dann weiß ich, okay. Jetzt hänge ich schon wieder hier irgendwo fest. Gibt's doch nicht. Was ist das denn? Was ist denn das? Jetzt hängt das Spiel. Jetzt hängt das Spiel. Na toll, wo habe ich mich denn jetzt reingebackt? So. Genau, hier war ich ja stehen geblieben. Ja, wenn es halt nicht weitergeht, dann gucken wir uns gleich hier um. Allerdings will ich nochmal hier so ein bisschen umschauen. Aber ich glaube, hier gab es nichts, oder? Also auf jeden Fall hier können wir noch lang. Vielleicht ist das auch der Weg jetzt hier in die Lava. Ich glaube schon, das sieht nämlich gut aus. Oh, Stacheln. Ah, okay, die kommen mehrfach. Aber was löst sie aus? Was löst diese Stachel aus? So. Und wir haben es geschafft. Ja, das sieht auf jeden Fall aus, als ob ich von der anderen Seite jetzt ankomme. Ich glaube, ich heile mich mal. So, dann speichern wir hier nochmal. Und ich höre die ganze Zeit Minecrawler. Irgendwo sind hier Minecrawler unterwegs. Muss ich nur gucken, wo. Okay, da ist auf jeden Fall irgendein Museum. Sakrileg. Was ist denn da? Wo zum Teufel bin ich hier? Das ist... Wow. Auf jeden Fall ist der Tempel groß. Ich dachte, wir schaffen den noch in diesem Part. Mal gucken. Ach, ist das der Weg? Ach, da hinten sind Minecrawler unten. Hat man die Höhle gesehen? Ja, da unten. Das ist ja quasi, wo ich da vorhin verbuggt war. Vielleicht ist es auch der Weg, der dorthin führt. Oh, hier ist schwarz. Und weiter geht's. Okay, keine Ahnung, was das war. Da geht's wahrscheinlich ins Tod. Ah, genau, hier waren wir. Das ist also dieser Weg tatsächlich, wo ich gesagt habe, falls es nicht weitergeht, gucke ich mich nochmal unten um. Und das ist unten. Jo, das wird natürlich auch mitgenommen. Ich versuche einfach oft zu speichern, weil, ja, ihr wisst, das Spiel stürzt gerne mal ab. Sogar sehr, sehr gerne. Einer deren Lieblingshobbys ist das Spiel hier abstürzen. Von dem Spiel selbst. Ja, mal gucken, was wir hier finden in diesem Tunnel. Bei dem Minecrawler. Und falls nicht, gehen wir auf jeden Fall in die Lava zurück, weil da gibt es bis sicherlich einen Schalter. Oder ist das der Weg? Weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir müssen irgendwas aktivieren. Nee, war doch nicht der Weg. Oder doch? Warte mal, das sieht ganz gut aus. Wir können hier rüberhüpfen. Juhu. Ja, tatsächlich, wir sind hier angekommen. Genau hier wollte ich hin. Hier wollte ich diesen Schalter aktivieren. Damit wir wahrscheinlich da hinten, ja, diese Türen aufbekommen. Wie geht nicht? Willst du mich verarschen? Los, jetzt.
Ah, von der Seite geht's. Ach, das ist ein Aufzug. Okay. Das ist also ein Aufzug. Jetzt haben wir aber voll vieles verpasst, oder? Schalter. Ich werde mal hier auf die 2 speichern. Ist das? Achso, ich glaube, das ist einfach nur die Schalter, um den Aufzug wieder zu holen. Okay, was finden wir hier? Wahrscheinlich ist hier der letzte Ork-Schaman und oben gibt es noch einen oder so. Ich weiß es nicht. Oh, hier ist Wasser. Okay, es ist eine Falle. Aber hier gibt es Schalter. Hier gibt es einen Schalter. Oh, was geht jetzt ab? Ja, und wo ist das Ganze? Tatsächlich, wir haben jetzt diese Dings da aufbekommen. Diese Gittertüren. Okay, wir haben diese Gittertüren aufbekommen. Ja, ich weiß, wo das ist. Und das ist auch offen. Okay. Ja, auf jeden Fall weiß ich, wo das ist. Natürlich kommen da nochmal 20.000 Minecrawlers. Als Willkommenskomitee. 3 Stück. Jetzt die Frage, ist da links auch noch ein Schalter? So, haben wir alle besiegt? So, du kommst zu mir. Naja, ich meine, dein Loot kommt zu mir. Mann, wenn man sich so logisch überlegt, wie groß die Tasche des Helden ist, was der da alles für ein Zeug drin hat. Alter, das müsste ja so ein riesen, weiß ich nicht, 30 gelbe Säcke sein oder 40 gelbe Säcke, wo er sein ganzes Zeug drin hat. Ich will natürlich auch mal diesen Schalter hier aktivieren. Wahrscheinlich ist es eine Falle. Aber ich will jetzt einfach mal sehen, was passiert, wenn ich den aktiviere. Nein, oder? Warte mal, geht jetzt alles wieder zu? Wir haben noch was aufgemacht, oder? Okay. Ich glaube, die Schalter kann man auch nur einmal drücken oder so. Oder kann man die nochmal drücken? Okay, aber es passiert nichts. Ich glaube, jetzt haben wir, glaube ich, alles aufgemacht. Wahrscheinlich mussten wir auch beide öffnen. Ja, und dann geht es jetzt hoch. Geht es auf jeden Fall jetzt hoch. Ja, jetzt bin ich mir ein bisschen unsicher, ob wir das tatsächlich in diesem Part hier noch schaffen. Weil es wird schon länger. Ich muss zwar einiges rausschneiden, weil vieles, ja. Ja, weil total oft abgestürzt und so weiter und so fort. Aber sonst? Naja, gut, mal gucken. Mal gucken, wie wir das jetzt machen. Auf jeden Fall, diese eine Tür ist jetzt offen und da können wir durch. Ist das sogar hier vorne? Das ist da oben. Okay, aber da hoch komme ich einfach so nicht. Das heißt, ich muss wieder diesen gammeligen Weg gehen, den ich gekommen bin. So. Ja, dann gehen wir mal diesen gammeligen Weg hier. Ich glaube, ich nehme mal so einen Geschwindigkeitstrank. Für 5 Minuten. Beste Leben. Was will man noch? Ja, also mich wundert es immer noch, dass wir halt 2 Ork-Schamanen nicht gefunden haben. Beziehungsweise diese Schamanen hier. Die diese komischen, ja, Dinge bei sich haben. Ihr wisst schon, welche ich meine. Und ja, so eine Sache, ne? Und was hat das hier mit? Nein, wohin läufst du? Wohin läufst du? What the fuck? Was war das denn gerade? Also was ich sagen wollte ist, wie komme ich da rein? Warum ist hier zu? Und was gibt es da hinten?
Boah, das ist alles hier so Fragen. Und ich habe darauf keine Antwort. Kann sein, dass der Schläfer da links drin ist. Weiß es nicht. Vielleicht sind aber auch hier die letzten beiden. Ja, das sieht gut aus. Oder auch nicht. Mal gucken, was wir hier haben. Boah, 600 Erfahrung, das ist ziemlich nice. Na, bleib doch stehen, was ist los hier? Warum treffe ich dich nicht? Du hässlicher Dämon. Ich treffe ihn einfach nicht. Jetzt. Knie nieder, du Knecht. Okay, was finden wir hier? Wir müssen anscheinend hier einfach einen Schalter betätigen. Mal gucken, was passiert. Vielleicht ist er sogar für diese Brücke, für die Mitte. Okay, irgendwas bewegt sich. Irgendwas hat sich jetzt bewegt. Müssen wir mal gucken, was. Okay, hier ist keine Brücke rausgefahren. Aber hier gibt es ja, da hinten gibt es ja noch eins. Vielleicht ist das. Oder vielleicht muss ich beide Schalter betätigen, wenn es da einen Schalter gibt. Jo, so sieht's aus. So sieht's aus. Komm mal her. Genau so soll das funktionieren. Einfach ganz schnell der Tod. Dann tut es euch auch nicht so weh. So, weiter. Okay, irgendwas bewegt sich wieder. Ist es jetzt offen? Anscheinend nicht. Ich habe keine Ahnung, was wir hier überhaupt machen. Vielleicht ist es auch nur so ein Gimmick. Vielleicht kann man hier das gar nicht betätigen. Oder vielleicht muss man alle drei betätigen, weil das hier, glaube ich, gehört auch noch dazu. Das müsste dann der dritte sein. Ja, tatsächlich. So. Übrigens habe ich mich bei dem Schläfertempel nur spoilern lassen in diesen einen Raum, wo man schießen muss. Alles andere ist blind. Also quasi, weil ich nicht wusste, dass ich da rumschießen muss. Und deswegen habe nur bis dorthin geguckt. Alles andere ist, wie gesagt, blind hier. Oh, tatsächlich, hier, dritter Schalter. Ist jetzt die Brücke aufgegangen? Ja, die Brücke ist aufgegangen. Okay, da frage ich mich, was uns dort erwartet. Aber ich frage mich auch, was uns erwartet, wo wir bei dem Aufzug den Schalter betätigt haben. Dass da jetzt die Gittertüren aufgegangen sind, das ist auch sehr, sehr interessant. Was uns dort erwartet. Können wir hier durch? Ne, müssen wir den ganzen Weg außen herumlaufen. Naja, wir haben ja einen Speedtrank, das sollte damit einigermaßen schaffbar sein. Los, los, lauf. Ich glaube, das wird ein langer Part. Naja, mal gucken, wie lange wird. Gucken, wie lange noch der Tempel hier an sich ist. Weil geplant war eigentlich, hier in dem Part den Tempel abzuschließen. Aber anscheinend wird das auch vielleicht nichts. Mal gucken. Mal gucken, ob das sowas wird. Wie das Licht hinterherläuft. Ja, auf jeden Fall können wir jetzt hier durch. Boah. Da direkt mal speichern, mal gucken, was es da auf sich hat. What? Okay, das ist natürlich super, dass... Ja, da ist uns wieder das Spiel abgestürzt. Das ist nicht nice. Auf jeden Fall, kurz bevor wir reingegangen sind... Ja? Da, die Todesfallen des Todesfallens. Hä? Wie sollen wir da durchkommen? Ah, ich glaube, ich weiß wie. Mit... Jonglieren oder so? Akrobatik? Oh, okay. Das wird ja wohl nichts. Hey, wie kommen wir denn da rein? Ich will doch da rein. Na komm. Und schnell durch. Hä? Kann man hier gar nicht reinkommen? Das ist doch beschiss. Vielleicht muss ich auch außen rum. Das kann auch sein. Also keine Ahnung, wie wir da reinkommen. Müssen wir überhaupt da rein? Ich weiß es gar nicht.
Vielleicht auch von der Seite. Nee, von der Seite geht nichts. Was ist das dann für ein Rotz? Warum können wir da nicht rein? Kann man das nicht irgendwie austricksen? Vielleicht gibt es auch einen Schalter dafür, dass man die ausstellen kann. Das hört sich auf jeden Fall sehr plausibel an. Ich weiß nicht, ist da hinten das auch neu aufgekommen? Dass da hinten jetzt eine Brücke ist? War die davor auch da? Ich weiß es nicht. Wow, nicht in die Lava. Warte mal, war diese Brücke da oder nicht? Wahrscheinlich schon, ne? Von da sind wir gekommen. Na gut, ich lasse jetzt mal diesen mittleren Raum aus. Ja, genau, von hier sind wir gekommen. Ja, ich lasse jetzt mal diesen mittleren... Wow. Ja, diesen mittleren Raum lasse ich erstmal aus. Und... Ach gut, das macht nur so ein bisschen Schaden. Und werde mich dann später beschäftigen, falls wir im Tempel nicht weiterkommen. Vielleicht müssen wir da hin, vielleicht auch nicht. Jetzt gehe ich erstmal auf jeden Fall... ja, in diesem Bereich, wo wir die Tür aufgemacht haben mit den Gittern. Jetzt muss ich gucken, wo das war. Warte mal, war das nicht hier vorne? Warte mal, das war der ganze Bereich, wo man schießen musste. Okay. Nee, nee, also schon hier runter. Muss ich gucken, war das nicht hier lang? Ich glaube, hier hinten war das. Genau da lang, glaube ich. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Ja, genau, hier war das der Bereich. Ich denke mal, ich werde trotzdem jetzt den Part hier beenden. Hab den Tempel leider nicht geschafft oder noch nicht. Ja, würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und bewertet ruhig das Video. Schreibt Kommentare ganz fleißig. Und würde mich halt freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Also bis dahin sage ich bye bye, winke winke und ciao ciao.